das Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Oh, wie wir schlemmten. Und die holden Weiber umwarten. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Und ja, dann waren da noch die Nachbarn. Seid gegrüßt, Sire. Euer Fester erwartet euch. Und herzlich willkommen wieder mal zum neuen Let's Play hier bei Die Gaming Place. Und hier diesmal wieder mit Stronghold. Nicht Stronghold Crusader, sondern das erste Stronghold, was je rauskam. Weil das Crusader war ja nur ein weiteres Stück von diesem tollen Genre. Und wir wollen einfach mal gucken. Wir wollen uns hier nicht selber aufbauen, sondern wir wollen eigentlich, ja weiß nicht, wir können mal den Karteneditor angucken, was man hier so machen kann, weil ich habe das Spiel einmal gespielt vor, ich würde mal sagen, vor 4-5 Jahren und gar nicht so lange tatsächlich, nur ganz kurz und deswegen neue Sturmfeuermission. Deswegen mal gucken, was es hier so alles gibt. Neue Karten, also hier, okay. Hier kann man wirklich alles selber machen, alles klar. Das wollte ich so aber nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ja, das, ja, ohne Speichern bitte. Neue Einzelmissionen haben wir. Neue Sturmfreimissionen. Neue Mehrspielerkarten. Okay. Achso, das ist da wohl. Achso, das sind wohl dann alles Karten. Okay, verstehe, alles klar. Deswegen auch Karteneditor. Eine Lehrstunde brauchen nicht Credits Fly. Firefly Studios, die haben das damals gemacht. Oder auch V1.2. Wirtschaftsbasierte Spiele, Wirtschaftskampagnen spielen, Wirtschaftsmissionen spielen oder freies Bauen. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ihr guckt da eben nur mal ganz kurz rein. Ja, freies Bauen, gut. Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Ja, kampfbasierte Spiele, hey, Belagerungsspielen, Invasionsspielen, okay, kann man alles spielen. Mehr Spieler. Na gut, ich glaube, das hat sich ja übrig. Militärkampagnen spielen. Oh, ist ja alles dabei, Belagerungsspielen. Ja gut, ich will ja eigentlich Kräfte sammeln, okay. Wir werden einfach mal, was wir machen werden, das habe ich mir vorgenommen, nämlich einfach mal ein paar Missionen durchspielen. Ich wusste jetzt nicht, dass es nochmal so aufgebaut war. Ich habe wirklich einfach angefangen zu spielen. Also einfach ins Spiel reingegangen. Und wir werden es so machen, dass... Also die Musik ist ja wirklich fantastisch. Also wir werden es so machen, dass wir einfach die Mission mal abklappern. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich womöglich auch mal auf die Gusch fallen werde. Und wir fangen einfach mal mit dieser Mission an, Kräfte sammeln. Und da wir ja schon das eine Spiel gespielt haben, erster Akt. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert.
Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren, so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht. Und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Sind wir. Ich verstehe. Also das ist England. Hier, das soll dann Schottland sein. Das ist Wales. Und in Wales hat wohl immer die Schlange gewütet. In Schottland der Wolf. Im nördlichen England das Schwein. Und im Süden die Ratte. Okay, wir werden mal gucken, wie wir das jetzt machen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir einfach die Mission mal so durchspielen wollen. Und uns drauf, ja, überraschen lassen, wie weit wir kommen. Und was ich auch anmerken wollte, die Kerze, die da die ganze Zeit gebrannt hat, war wunderschön. Und jetzt mache ich einfach mal los hier. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. Also Basislager sollen wir aufbauen. Ausreichender Größe zu bewachen. Okay, sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit dem Konstruktion Holz. Gibt es hier ja zu Genüge. Okay, das haben wir schon gelesen. Klicken auf Hinweis zu. Ist interessant. Hilfe! Der Bergfried, das wichtigste Gebäude des ganzen Spiels, muss unbedingt als erstes errichtet werden. Hier lebt der Burgherr. Und hierin wird er sich. Okay, ist eine ganze Menge. Wer sich das mal gerne durchlesen möchte, kann das machen und muss dann Pause drücken. Ne? So. Das können wir. Da geht der Krieg noch schneller, okay? Jägerstand. Also, wir kennen das ja alles. Ne? Das ist ja nichts Neues für uns. Auch für die Leute, die es gerne lesen möchten, können sie gerne machen. Wir gehen jetzt nochmal. Also, wir werden. Ja. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ach, das ist ja herrlich. Das ist ja viel schöner als das. Ach, das ist ja wirklich herrlich. Und die Musik dazu. So lauschet den Geräuschen. Mir wird das live gemacht. So, dann würde ich mal sagen, dass wir einmal abspeichern, dass wir hier safe sind. Ja, so hier.
und Speicher. Jawohl! Und jetzt gucken wir mal, was wir hier alles bauen können. Also, das soll ja sächsisches Haus. Oh mein Gott, ich habe es wirklich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Also, scheint ja ganz einfach erstmal zu sein. Das Haus ist ja wunderschön, da würde ja jeder gerne wohnen wollen. Was wir natürlich machen, wir errichten das. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? Ich bin ja von schon wieder richtig weg vom Fenster hier. So schön ist das. Ich errichte das mal hier an den Toren. Jawohl. Und platziert euren Kornspeicher, Sire. Aber ich muss die leider wegmachen. Das Volk liebt euch, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Okay, dann haben wir das schon mal. Und jetzt sollen wir, weil wir können einfach jetzt irgendwas bauen, ne? Das ist ja schon mal klar. Okay. Süchen, da haben wir doch schon mal was. So, Jägerstand. Also wir können hier kein Feld anbauen, einen Kornspeicher. Na, den haben wir ja schon gebaut, genau. Dann, was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich, ja. Wo ist denn der Typ? Nee. Nee, so meinte ich das auch, ne? Achso, der ist, glaube ich, hier unten der Typ. Oder kann der selber nicht irgendwie angreifen? Nee, kann er nicht. Aber man kann mit dem auch nichts machen, ne? Mit dem König, so wie es aussieht. Der rennt dann nur rum und es kommt. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, ja. Euer Gnaden. Dann machen wir mal so hier, wa? Oh, halbe Rationen. Na gut, dass es halt mal ein bisschen schneller geht, machen wir Folgendes. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Na, Alter, ist ja... Ist ja ein Ding. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich bin total überrumpelt. So, hier sieht schön aus, ne? Da könnte man ein kleines... Hier sollte man die Burg errichten. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht so ratsam wäre. Vielleicht hier oder so. Und hier eine Riesenmauer hochsetzen. Das also für die Burg nehmen, die ganzen Steine. Und hier raussuchen. Das wäre natürlich ein Traum für jeden Burgherren. So. Keine Veränderung. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Ja, dann lagern die doch mal ein. Was ist denn da los mit dir, Bello, du Schnüffler? Was ist das denn hier? Unsere Hunde machen das schon. Wo sind denn jetzt die Wölfe? Eure Beliebtheit sinkt. Keine Steuern. Das ist eine angenehme Veränderung. Boah, wo schießt denn der hin, der Typ? Der... Ich sag lieber nichts. Aber so einen Typ mache ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, ja. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord.
Also da wir hier mit Geld irgendwie sowieso noch nichts so zu tun haben. Also irgendwie beunruhigt mich die Musik im ehrlichen Sinne. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Na, wie sieht's aus? Mögt er mich jetzt das mehr? Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Nein, Steuern, ja. Na, ihr seid ja lustig. Ich habe euch hier eine Steuervergünstigung gegeben. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Sowieso kein Geld einnehmen. So, damit wir das jetzt hier mal alles ein bisschen verwenden, auch die ganzen Bewohner, die da nicht nur rumhocken sollen. Wie die sich vermehren, wie die Tiere. Naja. Da eigentlich haben wir da schon relativ gut angesetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Was ist denn der Kornspeicher? Ja, sieht doch gut aus bei uns, oder? Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Desto höher, desto besser. Was haben die Leute davon? So, jetzt gucken wir noch mal, was ist das denn für ein Esel? Also ich muss sagen, dass dieses Spiel auch ein wenig detaillierter ist. Ne? Das muss man auch noch ganz klar sagen, wenn man sich das anguckt. Hier haben wir die Bäume. Alright, er hat einen erwischt. Jedenfalls hier haben wir die Bäume und ja, die ganze Zeit in dem Wind wedeln. Das haben wir natürlich bei Crusader auch. Aber ich finde, so hier ist das nochmal so eine beruhigendere. Was ist denn da los? Eine beruhigendere. Oh, die sind da hochgewandert, meine Güte. Hat eine beruhigendere. Was ist denn die große Wanderung, alter Schwede? Sieg! Gewonnen. Schon gewonnen. Ja, so einfach war das. Hat er mal getroffen, der Typ. Na, du bist echt ein Held. Guten Morgen, wir sind siegreich, Sire. Wir haben dafür hart gekämpft, um diesen Sieg zu erreichen. Ja? Mal sehen, was unser Fürst jetzt hier zu sagen hat. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal. Nein, nein, nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt. Umso besser! Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Ja, wo können wir denn jetzt dahin, ne? Da müssen wir wahrscheinlich, das haben wir schon alles erobert, wir müssen das hier alles erobern, ne? Wir sind jetzt so wie die Germanen, die überall rumgerannt sind und sich mit den Völkern zusammengeschlossen haben, so werden wir uns jetzt auch hier übernehmen. War von dem kleinen Zipfel hier ausgehend, übrigens, wie ist das nochmal, Cornwall. Und dann werden wir mal, ich glaube, das war doch richtig, oder? Oh Gott, das ist schon so lange her. Und dann, dass wir hier eben lang huschen und mal ein bisschen Action machen. Eigentlich wollten wir da noch London einnehmen, aber London gab es damals wahrscheinlich ein Häuschen, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich eher viel mehr als ein Häuschen. Mission 2, Ausbau der Festung. Das tun wir jetzt. Und jetzt hören wir noch mal ganz genau zu. Das Lager hat Tag für Tag mehr mit den Wölfen zu kämpfen. Und ihr ständiges Heulen raubt den Männern den Schlaf. Die Lage droht außer Kontrolle zu geraten, als Lord Woolsacks Kundschafter zurückkehrt. Kurz darauf werdet ihr ins Zelt der Befehlshaber gerufen. Sir Longarm hat mich überredet, euch eine zweite Chance zu geben. Wir haben die verfallenen Überreste einer Palisade gefunden. Die Wölfe sind in diesem Land im Winter eine regelrechte Plage. Also sollten wir die Palisade schnellstens wieder aufbauen. Diesmal dürft ihr nicht versagen. Haltet also die Augen offen. Um die Sicherheit eurer Männer zu gewährleisten, müsst ihr die verfallene Palisade erneuern, ehe der Winter einbricht. Wenn ein Wolf eure Bauern bedroht, setzt die Bogenschützen ein. Ja, sehr, sehr schlau. Jedenfalls, was ich schon gesehen habe, ist immer diese Bogen, ist ja sehr, sehr romantisch hier. Und auch die Lichteinfall wechselt mal ein bisschen. Und die sitzen ja immer am Feuerschienen und beraten sich dann Sir Longarm und Wool, Mr. Wool, wie auch immer, Woolsack oder so. Jedenfalls sprechen die sich dann immer sehr, ja, sehr ausgiebig aus und sind dann wohl guter Dinge, dass ich die Sachen schaffe.
Ja, einerseits sagen sie, hey, nicht schlecht fürs erste Mal, und beim zweiten Mal sagen sie, da sagt der Wul, sagt mir, ich bin so dämlich, weil ich mein Lager genau in eine Wolfsschanze gesetzt habe, so viele Wölfe langlaufen. Und naja, jedenfalls, jetzt müssen wir uns erstmal bewähren. Was haben wir denn hier noch so? Hinweise kriegen wir noch Hinweise. Das Laufen sollt ihr beginnen, euren Bergfrieden zu ummauern. Ja, das ist alles so selbstverständlich. Hier nochmal Bau von Wellen, aber das, ich glaube, das ist nicht so wichtig, dass ihr das jetzt alles wisst. Zinnwelle gibt es, es gibt Vorratslager, das haben wir ja alle schon gehabt und das kennen wir ja alle schon. Daher, ja, könnt ihr euch das ja mal durchlesen und eigentlich ist es ja gar nicht so wichtig und trägt auch nicht so zur Story bei. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So, da hören wir schon mal die Wölfchen, wa? So, was brauchen wir denn jetzt hier noch? So, was wir hier machen eigentlich, oder was ich mal machen wollte, ist erstmal ein was ja ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen dürfen. Süchen. Und natürlich können wir da erstmal nichts mehr lagern. Aber so ein schlaues Bürschchen aber auch. Können wir hier nochmal ganz kurz. Ist ja schon die zweite Mission jetzt. Wir machen die einfach nochmal, ja. Und dann, wir haben kein Holz mehr. Na, ist das nicht fantastisch. Und kaufen können wir, glaube ich, auch nichts. Da müssen wir ein bisschen warten. Wir müssen ein bisschen hoffen, dass die Wölfe jetzt noch nicht angreifen. Was ist das denn? Ein Wegweiser. Okay, links und rechts und geradeaus und dann nach... sind das die Wölfe hier? Oh, lieber Mann, das sind doch Wölfe hier oben. Guckt euch das an. Die bösen Wölfe. Irgendwann werden die aufgeweckt und werden hier rumkommen. Eure Befehle? Ja, können die nicht dahin laufen? Rücken aus! Sehr doof. Also theoretisch. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Jetzt, wie sieht es denn aus? Wenn wir jetzt nochmal so ein Teil hier bauen. Wir können auch nur so ein Holzwall bauen. Aber hier, wo man so draufstehen kann, das können wir selber gar nicht errichten. Das ist ja schade. Wenn die alle angreifen, sind wir gleich tot. Haben wir jetzt schon wieder ein bisschen Holz? Nein. Ja, da waren wir einfach mal zu voreilig. Und speichern. Wir lassen das alles mal drin, ne? Wir müssen uns dafür nicht schämen. Was wir mal ganz kurz machen, ist vielleicht doch nochmal das ein bisschen erhöhen, weil das mir ein wenig zu langsam ist sonst. Bestätigen. Ja, die bewegen sich ja sonst nicht, die Leute. Oh, da kommt einer mit Holz. Na ey, hat das mal geschafft. Das Problem ist, wenn die da hingehen, dann kommen auch diese Tierchen her. Wir müssen die eigentlich alle schießen. Ach ja, kann man so aufmachen. Hoffentlich geht das nachher automatisch. Oh, wir hätten die Tiere mal einfangen sollen. Und jetzt ist es zu spät. Warte mal, vielleicht können wir die halt mal runter. Bin zur Stelle. Hier sind leider keine Tiere mehr. Hier unten sind aber noch Tiere. Tja, manchmal muss man für sein Essen viel tun und ja. Ob wir die treffen können? Ich glaube, die machen uns da den... Pfeile bereit! Oh. Sind auf dem Weg!
Das ist genau das, was ich meinte. In Bewegung. Die kommen jetzt nämlich hier lang. Dann machen wir uns gleich die Hölle heiß. Schieß doch mal darauf jetzt. Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Wölfe greifen an, my lord. Oh Mann. Okay, so schlimm war es ja jetzt gar nicht. Mal aufmachen das Teil. Der Jäger ist gestorben. Wir benötigen Holz. Ja. Ist ja gut. Ach, seht mal einer an. Hier können wir das gleich so machen. Dann machen wir es doch hier. Dann lass uns mal hier ein Tor bauen. Ein kleines hölzernes Türchen. Ja, können wir das denn hier so machen oder ist das jetzt verboten? Oder müssen wir da... Ach so, okay. Also das heißt... Wir müssten... Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Wir müssten also sozusagen hier das raufmachen. Das können wir aber nicht hier machen. Da kann man das nicht irgendwie drehen oder so? Das ist ja voll doof. Das muss man noch drehen können irgendwie, oder? Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Vielleicht hier nochmal? Ah ja, okay, alles klar. So, da könnt ihr gleich... Mein Bogen ist euer. Visiere an. Und los. Der Typ. Ziel angepeilt. Wölfe greifen an, my lord. Tot. Super. Also ich muss sagen, die sind recht gut, unsere Bogenschützen. Die treffen schon relativ sicher. Nur das Problem, was wir haben, also ist jetzt ein bisschen fade, weil wir hier tatsächlich wenig zu tun haben. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. So, die sind zufrieden. Das Volk liebt euch, my lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, oh, euer Gnaden. So, jetzt macht doch mal hier. Was sind denn nochmal unsere Ziele eigentlich? Also, ja, wir brauchen 35 Fleisch. Also, was wir dann da machen, ist ja ganz klar, ne? Da setzen wir dann einfach nochmal ein paar, sag ich mal, ein paar, Na, wo ist er denn jetzt? Wo sind die ganzen Tiere jetzt hin? Ach, hier. So, dass man ein bisschen, vorstrecken, weil da müssen wir jetzt wirklich nicht so lange darauf warten. Das wäre Quatsch. Da ist noch ein bisschen Wolf hier, aber die meisten Wölfe haben wir schon umgebracht. Und dann werden wir bald unsere, ja, die sind alle schon draußen, ne? Alle sind jetzt in Action. Alle haben was zu tun. Das heißt, wir sind bald alle Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, oh, euer Gnaden. Du laberst. So, Freundchen. Stehst du denn hier so? So, dann müssen wir bald unser Ziel erreicht haben. 7 haben wir schon. Ja, das dauert tatsächlich eine Weile. Aber dann brauchen wir die eigentlich auch nicht mehr hier. Eigentlich brauchen wir nur noch die hier. Aber hier ist ja wirklich niemand. Das heißt, wir müssen... Also die Stimmung ist ja ehrlich gesagt sehr bedrohlich hier. Na, süße Wölfchen haben hier nichts zu tun. Boah, voll reingerannt, tot. Ich finde es gut, dass sie sich hier auch vermehren. Das ist ja nochmal so eine Sache, die wir, glaube ich, bei Crusader nicht so hatten. Obwohl, da gab es, glaube ich, nicht da gab es nicht nur, sondern da gibt es tatsächlich die Kamele. Genau. Und die Kamele, ja, also die konnte man ja wirklich zu nichts zu gebrauchen. Die waren einfach nur zur Deko da auf dem Feld.
und haben eigentlich nichts bedeutet. Also zumindest ist mir nicht bekannt, dass man dort auch jagen kann in Crusader, was eigentlich sehr schade ist, weil ich bin mir sicher, dass auch die Araber in der Wüste bzw. die Kreuzritter gejagt haben. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. So, wie viel haben wir denn jetzt? 25 haben wir schon, also gleich geschafft. Und dann geht's weiter, beziehungsweise machen wir erstmal eine Pause und wir sehen uns ja dann im nächsten Video nochmal weiter. Die lassen sich hier absnacken, die kleinen Süßen. Die Puscheldinger hier, was ist das eigentlich? Hirsche, ne? Und sowas. Ganz scharf. Wie weit haben wir es schon? Aber eigentlich haben wir es jetzt schon geschafft. Ne? Wir haben jetzt genug. Der Typ, das macht er eigentlich. Ja, wozu ist der König eigentlich da? Ist ja lächerlich. Der steht. Eine Botschaft von eurem Informanten. Da kommen sie wieder, Sire. Wo denn? Ach, Gutschin. Haben sie sich entschieden, mal loszudüsen? Wir haben doch jetzt genug Fleisch. Vollendet die Burg. Ach so. So, na dann machen wir das doch mal schnell hier. Haben wir noch mal 7 Bretter, haben wir ja noch. So. Vollendete. Also wenn wir schon längst fertig gewesen, jetzt müssen wir niemanden mehr töten. Wir können einfach loslegen. Sieg! Willkommen. Du bist auch Sieg. So, danke fürs Zuschauen erst einmal und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Wir werden das hier durchrocken, das sage ich dir. So war die Axt dort im Baum steckt, im Baumstumpfe. Bis bald.